Oh je, verhagelt uns Covid-19 jetzt auch noch die Weihnachtsstimmung? Wie geht's denn Hessen? Wir haben in Eltville nachgefragt. Gar nicht gut. Ich würde gerne mit meiner Familie zusammen feiern, aber wir warten mal ab. Vielleicht wird es noch eine Lösung geben. Die Schwiegermutter, meine Eltern, Oma und Opa für die Kinder, das wird wahrscheinlich alles flachfallen, so wie es aussieht. Ich weiß es eigentlich noch gar nicht, wie es an Weihnachten sein wird. Ich kann es noch gar nicht sagen, weil man das so mit der Familie, wie wir es bisher gemacht haben, dass alle zusammenkommen, nicht machen können. Wir lassen es mal überraschen. Vielleicht gibt es ja noch eine Änderung. Aber ansonsten machen wir das Beste draus, sagen wir mal. Ne? Mit ihrer Sorge um Weihnachten liegen die Hessen im Bundestrend. Nach einer aktuellen Studie sagen von den Deutschen, Corona wird einen negativen Einfluss auf unser Weihnachtsfest haben, 71%. Dieses Jahr werde ich nicht in Weihnachtsstimmung kommen, 44%. Und ich kann mir vorstellen, dieses Jahr Weihnachten alleine zu verbringen, 30%. Am schlimmsten ist es dabei wohl, wie so oft, für die Ärmsten, sagt der Seelsorger Bruder Paulus vom Kapuzinerkloster in Frankfurt. Besonders hart trifft es natürlich diejenigen, die keine Angehörigen haben, die auch sonst wenig Kontakte haben per Telefon, Internet oder sonst wie. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen. Und natürlich obdachlose Menschen, so wie sie bei uns im Franziskustreff morgens zum Frühstück kommen. Und jetzt in dieser Corona-Zeit spürt man schon, dass den Menschen die Umarmung natürlich fehlt. Die ganze Verwandtschaft zusammen. Glühwein und Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt. Das wird wohl nichts in diesem Jahr. Alles wegen Corona. Aber die besonders stille Nacht 2020, das kann auch heißen weniger Stress und Streit, kein Gedrängel in überfüllten Geschäften, keine Hektik bis kurz vor Ladenschluss. Professor Gunther Hirschfelder hat als Kulturforscher die Entwicklung des Weihnachtsfests untersucht. Er sieht auch Chancen im Corona-Jahr. Und diese Spirale aus Konsum und Mobilität ist doch in den letzten Jahren zunehmend heiß gelaufen. Vielleicht ist auch diese Corona-Pandemie gerade in der Weihnachtszeit eine gute Chance, einfach sich zu öffnen. Positive Auswirkung ist vor allem dann, wenn ich über diese Dinge spreche, nicht nur am Computer, nicht nur durch Konsum, sondern in Face-to-Face-Kontakten. Vielleicht schreiben wir ja einfach mal wieder Weihnachtskarten, so wie ganz früher. Und Bruder Paulus hat auch noch Tipps. Ich glaube, dass Enkel und Kinder ihren Eltern YouTube-Videos erstellen können. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch basteln können, mit der Hand etwas tun können, aus dem Wald etwas mitbringen, zusammenstellen. Das habe ich für dich gemacht. Am nächsten Mittwoch will die Bundesregierung entscheiden, wie es weitergeht mit den Corona-Regeln. Was immer dabei herauskommt, Main Tower wünscht Ihnen, dass es trotzdem eine schöne Weihnachtszeit wird.